Herzlich willkommen zum VfR TV. Liebe Sportfreunde, liebe VfR-Fans, heute darf ich Sie begrüßen zum Spitzenspiel 1 gegen 2 in der Bayernliga Süd. Der BC Eichach empfängt unseren VfR Garching. Nachdem die Spieler sich gegenseitig begrüßen, schauen wir doch gleich mal in die erste Szene rein. Florian De Brat mit langem Ball auf Dennis Niebauer, der legt schön ab auf Sorisch Hamid, doch leider verspringt ihm der Ball. Flanke von außen und der BC Eichach Stürmer köpft ihn aber am Tor vorbei. Ecke von Florian De Brat, Sorisch Hamid mit Pass auf Georg Ball, der zieht ab mit links, doch der Pfosten rettet. BC Eichach probiert es über rechts mit einer Kombination. Und der Spieler drang in den 16-Meter-Raum, legte quer und Wolfgang Kleindienst schoss leider das 1-0 für den BC Eichach. Trainer Daniel konnte es gar nicht fassen. Direkt nach Wiederanpfiff presste der BC Eichach und Daniel Steinacher spielte in die Mitte, doch Florian De Brat überhörte das Leo. Und so kam der BC Eichach zu einem Ostersamstagsschuss. 2-0 für den BC Eichach. Freistoß durch Florian De Brat, direkt aufs Tor gezogen, doch der Keeper hält. Vor der Halbzeit kam der BC Eichach noch zu einer Torchance und der Stürmer legte den Ball an Stefan Wachenheim vorbei. Zum Glück war der Pfosten da. Pass in den Rückraum, doch der Nachschuss weit vorbei. Halbzeitstand BC Eichach, VfR Garching 2-0. Florian De Brat eröffnete die zweite Halbzeit mit einem Freistoß, doch der Kopfball war kein Problem für den Torhüter. Nach Ecke für den BC Eichach musste Stefan Wachenheim auf dem Pfosten sein und Glanzparade. Florian De Brat wieder beim Freistoß, die Hereingabe wurde aber geklärt und Gerrit Arzberger mit dem Nachschuss. Lange Einwurf von Georg Ball, doch die Abwehr von BC Eichach konnte dieses klären. Doch sie haben nicht mit Florian De Brat gerechnet, der mal trocken abzog, doch der Keeper hielt. Wolfgang Kleindienst mit einer schönen Hereingabe in den 16er, weitergeleitet von Stefan Prunitsch, doch Oliver Haug kam nicht dran. VfR Garching erhöhte den Druck und so kombinierten sie sich in den 16er herein, wo Stefan Prunitsch über rechts eine schöne Hereingabe auf Dennis Niebauer gab. Und 2-1, der Anschlusstreffer. Florian De Brat mal wieder beim Freistoß, direkt aufs Tor. De Brat mal wieder beim Freistoß, schöne Hereingabe in den 16er, doch die Abwehr konnte klären. Doch aus dem Rückraum kam Philipp Könighof. Doch De Brat führte den Freistoß schnell aus auf Stefan Prunitsch, zog ab, doch der Keeper hielt. Immer wieder De Brat beim Freistoß. Trainer Daniel gab von hinten noch letzte Anweisungen. Der schaute nochmal. Mit langer Flanke auf Georg Ball, doch der Keeper dazwischen. Direkt anschließend der Ecke brachte De Brat rein, doch die Abwehr konnte klären. Doch aus dem Rückraum kam Philipp Könighof. Die letzte Aktion des Spiels gehörte De Brat. Der mit schöner Hereingabe in den 16-Meter-Raum. Auch Oliver Haug mit artistischer Einlage und knapp drüber. Mein Fazit war, die Jungs haben heute alles gegeben, super kämpferischere Leistung, doch leider 2-1 verloren. Hören wir doch mal rein, was der Trainer Daniel Weber sagt. Ja, wir haben ein bisschen in den ersten Halbzeit zu naiv agiert. Wir sind nicht so aggressiv in das Spiel gegangen, wie ich mir das habe vorgestellt. Dann machst du halt ein Eigentor. Auf der anderen Seite hast du vorher einen Pfostenschuss, der nicht reingeht. Und ja, wenn so Spiele entscheiden, dann Kleinigkeiten.
und dann machst du hinten drauf auf das Eigentor eine Minute später noch einen Fehler hinten im Aufbauspiel und dann kriegst du einen Sonntagsschuss von 30 Metern in den Winkel. Und ja, das sind also die Kleinigkeiten. Zweite Halbzeit haben wir uns sehr, sehr stark gesehen mit vielen Chancen. So das letzte Drittel an Chance hat halt einfach gefehlt, um dann nochmal das 2-2 auch zu machen. Aber ich bin mit der zweiten Halbzeit top zufrieden und ich glaube, war dann auch ein Spitzenspiel. Wir waren noch nie so vermessen und haben über die Meisterschaft in der Liga nachgedacht. Genauso wie wir am Anfang nicht über den Aufstieg nachgedacht haben. Und jetzt sind wir halt in der Lage, dass wir noch gegenüber Pippinsried vor sind. Sind halt Zweiter, den Zweiten würden wir halt gerne behaupten und dann schauen wir weiter, was am Schluss mal rauskommt. Ich sage Dankeschön, dass Sie den VfR TV wieder eingeschaltet haben und hoffe, dass Sie nächste Woche zu Hause im Seestadion vielleicht gegen Rosenheim dabei sind. Ansonsten noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.